Hallo, werte Kapitäne der gepflegten Schiffsunterhaltung. Heute begrüße ich euch recht herzlich zu diesem Replay mit I'm with Stupid und seiner Farragut. Und ja, ich denke, der wird hier ordentlich was reißen. Es wird auf jeden Fall eine Hell of a Round, wie man so schön sagt. Und mal gucken, was er hier so machen kann. Also er geht jetzt hier auf. Fahrt jetzt hier auf den Punkt bei C. Ich bin ja mittlerweile großer Verfechter, hier zu Beginn auf B zu fahren. Aber das macht da oben schon die andere Farragut, also alles gut. So, und jetzt hat er da neben sich direkt die Isokase, die jetzt aber wieder zugegangen ist. Er hat den Rauch aktiv, sodass er hier schießen kann, ohne selber aufzugehen. Aber so kann er natürlich auch selber nicht mehr spotten. Da sind jetzt mal direkt Torpedos ins Wasser und er schießt weiter. Ist jetzt hier im Rückwärtsgang, bleibt aber hier innerhalb des Capping-Bereichs. Habt mal gerade gut gesehen, dass er da auch drauf aufpasst, da nicht rauszufahren. Und die Isokase ist wieder offen. So, mittlerweile ist er im Stillstand. So, und jetzt die Isokase 6 Kilometer, ist nicht weit. Isokase ist verhältnismäßig langsam unterwegs. Kann man damit also gut treffen. Und natürlich bei der Distanz auch kein Problem. So, die Omaha. Jetzt hat er ihn auch angezündet, sehr gut. Und er hat jetzt sich den Cap geholt und in Anbetracht dessen, was da vorhin eigentlich an Gegner waren, ist es wirklich ordentlich, was er da gemacht hat. Auch schön darauf geachtet, dass er eben nicht aus dem Cap wieder rausfährt. Das kann doch durchaus mal passieren in der Hitze des Gefechts, aber ihm dann nicht. So, die ISO, die Omaha, die wird weiter da eingedeckt. Vielleicht jetzt der Kill. Nee, der ganz knapp daneben. Lebt noch mit 306 Hitpoints. Er ist gerade offen, muss aufpassen. Hinter ihm ist wieder da genau die Isokase. Die hat ihn ziemlich wahrscheinlich auch aufgedeckt. Auf die schießt er jetzt nochmal. Wenn er schon den Omaha-Kill nicht hat, vielleicht er jetzt dann die Isokase. Jetzt kriegt er aber von vorne da die Schüsse. Angezündet. Und natürlich dieses unglaublich schnell schießende der Farragut ist auf jeden Fall von Vorteil. Und die Isokase, die gehört ihm. Das ist sein Kill. Sehr fein. So, und jetzt aber, man sieht, B ist nicht ihr Punkt. Also das ist einfach so das, was ich sage, man sollte schon versuchen, immer den B-Punkt gerade am Anfang klar zu machen. So, und jetzt hier mit voller Fahrt Richtung der Kuma und ihr nachstellen. Jetzt muss man aufpassen, da die Flugzeuge in der Luft, dass die natürlich auch nicht aufdecken. So, die Kuma hat nicht mehr viel, jetzt ist er offen. Und, schade, kriegt den Kill da leider nicht. Aber gut, es gibt ja noch genug Gegner. Und jetzt auf die Svetlana.
So, jetzt holt er sich da den nächsten Punkt. Also, Capping-Zonen ist er definitiv wirklich fleißig. Da drüben nochmal für einen Brand gesorgt. Aber jetzt kommt er da nicht mehr drauf. Und jetzt ist der Punkt auch seins. Der Gegner hat auch noch einen Flugzeugträger, also auch den könnte man versuchen zu finden. Das sind jetzt Überlegungen. Hier geht man jetzt wieder Richtung A und geht damit auf die vorhandenen sichtbaren Gegner. Sucht man jetzt den Flugzeugträger? Alles so eine Möglichkeit. Und so wie es aussieht, geht er für den Flugzeugträger. Ist auch hier schon mit Motorengeschwindigkeit auf vollster Stufe. Und man sieht auch, wo die Flugzeuge landen, beziehungsweise wo sie hinfliegen. Das ist... Ja, da ist schon der Flugzeugträger. Ich wollte gerade sagen, das dürfte alles recht nah zu ihm sein. Jetzt muss man aufpassen, Flugzeuge natürlich... über ihm, deswegen wird hier jetzt ein bisschen mit dem Po gewackelt. Anti-Air ist aktiv, weil offen ist er so oder so. Da hat er jetzt ein Flugzeug runtergeholt und wurde selber auch nicht von den Bombern getroffen. Gegnerische Schiffe sind hier nicht zu sehen, also von dem her muss er sich wirklich nur auf die Torpedos konzentrieren, beziehungsweise auf das, was da kommt. Jetzt kann er mit seinen Torpedos arbeiten. Jetzt nur nicht festfahren, dass er nicht am Schluss doof von irgendwelchen Torpedos hier geholt wird, aber da zwei Torpedos weicht hier gut aus, vier Torpedos und der vernichtende Schlag und da ist die Independence direkt daneben. Independence legt hier jetzt gleich den Vorwärtsgang hin, dass die natürlich abhaut und zugleich kommt auch eine Cleveland. Da muss jetzt aufpassen, Cleveland ist natürlich ein Monsterzerstörer für Zerstörer, also ihr wisst, was ich meine, er ist natürlich ein Kreuzer, aber er zerstört Zerstörer im Handumdrehen. Aber das stört ihn eigentlich herzlich wenig. Also er geht jetzt hier volle Kanone auf die Cleveland drauf. Hat sich jetzt hier in seinem Rauch versteckt. Cleveland weiß jetzt gerade nichts anzufangen. Damit sieht ihn also auch nicht. Muss jetzt hier ins Leere feuern. Er schießt hier mit AP immer volle Lotte drauf und... Auch wenn so eine Cleveland eigentlich Zerstörer zum Frühstück nimmt, aber wenn ich ihn natürlich nicht sehe, kann ich da nichts machen. Meines Erachtens zielt er lediglich ein bisschen hoch, aber... Naja, 1300 Hitpoints und weg ist auch der. Und jetzt geht's weiter Richtung... Flugzeugträger. War übrigens von dem anderen Flugzeugträger, also der hier noch im Spiel ist, schlecht gemacht. Seine Cleveland hätte er da unterstützen müssen. Das heißt, einfach mit Flugzeugen über der Farragut kreisen, zumindest so ab und an, dass er aufgeht, dass da die Cleveland arbeitet, war wirklich so gesehen schlecht. Aber man sieht, er hat noch einiges vor sich. Es sind noch vier Gegner am Start und lediglich zwei in seinem Team. Kongo
fährt auch weg von ihm, auch nicht sinnvoll. Also man sollte sich da schon eher ein bisschen zueinander bewegen. Aber die Kongo hat da oben jetzt da direkt schon Besuch und er bekommt jetzt hier auch wieder aus der Luft eventuell die Bombe ab. Ah, wird auch nicht getroffen. Sehr schön. Wichtig in dieser Situation für ihn auch. Und wieder offen, diesmal jetzt von den Jägern. Und da ist neben ihm direkt die Kongo. Torpedos. Lässt er jetzt los. Rauch hätte er noch einen, aber ich glaube, den will er sich gefühlt zumindest noch sparen. Und da ist die Isokase, auf die geht er jetzt. Das heißt, wir gucken so ein bisschen den Torpedos nach. Die schauen gut aus. Ah, super Treffer. Großkaliber-Unterstützer, vernichtender Schlag. 4 Torpedotreffer, so soll es doch sein. Und jetzt auf die Isokase. Und im Feuergefecht ist eine Isokase ganz klar der Feral Guard unterlegen. Muss jetzt nur aufpassen, dass sie hier die Torpedos natürlich nicht treffen. Und jetzt rein Richtung Wolke, dass man auch sieht, wo ist da was los. So. Hier, jetzt kommt die Independence auch immer näher. Die Independence will natürlich hier auch ein bisschen vielleicht unterstützen. So, Torpedos Richtung Independence sind wieder unterwegs. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht sichtbar waren. Vielleicht Replay-Bug oder was weiß ich. Rauch, alles möglich. Ist aber auch wurscht. Und jetzt ist da die Independence und auch die wird weggeholt. Wahnsinnige Action und jetzt ist es ein One-on-One. Wahnsinn, was er hier ableistet. 6 Kills bis dato. Jetzt wird auch angefeuert, macht jetzt hier den Rauch an. Ah, da wird der Motor getroffen, aber er hat noch Reparaturset, also von dem her alles gut. Ich glaube, das ist wirklich das mit Abstand eins der besten Replays, die ich jemals zeigen konnte. Also das ist schon sensationell, was hier der Spieler macht. Am Ende kann ich euch vielleicht schon mal ein bisschen spoilern, weil mitrechnen hat bestimmt keiner. Er hat 168.000 Schaden gemacht. Also, das ist schon fucking viel. Und 14 Torpedotreffer, ja, das spricht ganz klar für ihn, aber dann auch noch so viel normale Hits zu landen, ja, das muss man erstmal machen. So, Bad Johnny gegen die Feral Guard, eigentlich ein Duell, wo man normal sagen müsste, Kreuzer gewinnt. Ohne da jetzt was vorwegnehmen zu wollen, aber klar, Kreuzer ist da in der Regel im Vorteil. Und ich würde sagen, die letzten 20 Sekunden, die lasse ich euch jetzt alleine mit den Spielszenen. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen und einen Kommentar da und wir sehen uns jetzt zusammen an. Schafft das noch oder wird er selber aufs Korn genommen? Also, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.
gegnerischer Kreuzer versenkt.